Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur ZPO1-Reihe. Wir machen heute weiter mit einem sehr wichtigen Video, nämlich mit dem Versäumnisurteil nach dem Paragraphen 330 fortfolgende ZPO. Ja, das Ganze wird hier auch Versäumnisverfahren genannt, aber wir benutzen hier die Bezeichnung Versäumnisurteil. Was ist überhaupt erst einmal ein Säumnis? Also wann ist eine Partei überhaupt säumlich? Das wäre so die erste Frage, die wir beantworten sollten. Das ist der Fall, wenn eine Partei A, unentschuldigt, nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint oder B, sich im Prozess nicht zur Sache äußert. Das wären die zwei Punkte, wann eine Partei als säumig gilt. Manchmal denkt man ja, okay, Säumigkeit besteht immer nur dann, wenn eine Partei gar nicht erscheint. Nein, das ist nicht der Fall. Auch wenn eine Partei hier gar keine Angaben macht, gilt sie auch als säumig. Die Gegenpartei, welche sich zum Beispiel äußert und dementsprechend auch in der mündlichen Verhandlung erscheint, die kann dann von dem Gericht verlangen, dass ein sogenanntes Versäumnisurteil ergeht. Als Beispiel: Sven S. hat Camilla K. auf Schadensersatz in Höhe von 5.555 Euro nach einem Autounfall verklagt. Als K. unentschuldigt nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint, stellt der Anwalt des S., Kolja Koljavic K., einen Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils. Ja, dementsprechend kann der, in diesem Falle der Kläger, kann hier hingehen und dann sagen, okay, wenn sich der Beklagte nicht äußert, ja, ich möchte trotzdem meinen Anspruch haben, ich möchte, dass das Gericht feststellt, dass mir dieser Anspruch zusteht, dann kann man das Ganze hier eben über ein Versäumnisurteil machen. Man kann es selbst stellen, aber natürlich kann auch der Anwalt, wie hier im Beispielfall, das Versäumnisurteil hier vom Gericht verlangen. Das Versäumnisurteil hat hierbei den Sinn und Zweck, insbesondere, dass eben die säumige Partei den Zivilprozess nicht verlangsamt oder beeinträchtigt und somit die Prozessökonomie dadurch nicht leiden muss. Und ein Versäumnisurteil ist auch zulässig. Ja, man würde sich ja fragen, okay, wenn eine Partei sich in der mündlichen Verhandlung nicht äußert beziehungsweise gar nicht dort erscheint, könnte das Recht auf richterliches Gehör, das hier ein Verstoß gegen vorliegt, über Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz, ist aber nicht der Fall, denn der Säumige, der hat ja grundsätzlich die Möglichkeit, sich zu äußern oder eben zum Termin zu erscheinen, hat er nicht wahrgenommen. Folglich kann hier dieser Verstoß in Anführungszeichen dadurch dann gerechtfertigt werden. Und natürlich ist es nicht so, dass nur der Beklagte säumig sein kann. Nein, auch der Kläger kann durchaus säumig sein und auch hier kann ein Versäumnisurteil ergehen. Man muss hier ein bisschen differenzieren. Bei den Rechtsfolgen: sollte der Kläger säumig sein, dann greift hier § 330 ZPO und die Klage des Klägers wird logischerweise abgewiesen. Ja, wenn er gar nicht erst zur mündlichen Verhandlung erscheint. Das sollte allerdings eher der Ausnahmefall sein. In den meisten Fällen, auch in Prüfungen und Klausuren, wird es eher sein, dass der Beklagte nicht anwesend ist und dann greift insbesondere die Rechtsfolge des § 331 ZPO, nämlich dass eine Sachentscheidung aufgrund des Vortrags des Klägers ergeht. Und wir schauen uns jetzt zusammen das Schema des beklagten Säumnisses an und wie das Ganze in einer Prüfung geprüft werden sollte. Zunächst einmal brauchen wir, ja, wie das meistens der Fall ist, einen Antrag. Also der Kläger muss einen Antrag darauf stellen, dass ein Säumnisurteil überhaupt vom Gericht hier ergehen soll. Ist ja ganz klar, nach § 331 Absatz 1 Satz 1 ZPO. Zu beachten ist hierbei, dass nicht unbedingt der Wortlaut Versäumnisurteil vom Kläger gebraucht werden muss. Das Ganze muss nicht unbedingt direkt dem Gericht so angetragen werden. Es reicht hier grundsätzlich aus, wenn der Kläger vom Gericht verlangt, dass der Beklagte hier verurteilt wird. Dann brauchen wir logischerweise auch die Zulässigkeit der Klage, welche der Kläger gegen den Beklagten vor Gericht eingereicht hat. Hier müssen wir die Zulässigkeitsvoraussetzung, sprich die Urteilsvoraussetzungen prüfen, welche wir bereits weiter vorne in der Videoreihe uns zusammen angeschaut haben, sprich die Zuständigkeit des Gerichts, die ordnungsgemäße Klageerhebung, die Parteifähigkeit und so weiter und so fort. Alle Punkte, die wir dort angesprochen haben, müssen hier
grundsätzlich vorliegen, sollte an dieser Stelle klar sein, wie man das Ganze dann prüft. Dann müssen wir die Säumnis des Beklagten feststellen. Wie ich bereits gesagt habe, ist das entweder der Fall, wenn der Kläger, wenn der Beklagte in diesem Falle nicht oder unentschuldigt nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint oder eben nicht zur Sache verhandelt. Dementsprechend ja, muss hier logischerweise des Beklagten stehen, also Säumnis des Beklagten, nicht wundern. Ja. Aber natürlich, klar, wenn der Kläger säumig ist, ja, dann könnte man eben hier, dann müsste eben die Säumnis des Klägers festgestellt werden, ist ja ganz klar, aber wir prüfen ja gerade hier das Säumnisurteil gegen den Beklagten, dementsprechend muss hier dann auch Beklagter bei den beiden Punkten hier stehen. Beklagter. Ja, man kann hier mit diesem Stift, der hier integriert ist, sehr schlecht schreiben. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Also hier steht Beklagter, nicht Kläger. Aber eine Sache, die ich auch noch erwähnen muss, es besteht ja bei manchen Gerichten und bei manchen Verfahren vor allem auch Anwaltszwang. Ja, das ist insbesondere dann der Fall, wenn wir beim Amtsgericht in Eheangelegenheiten zum Beispiel verhandeln oder auch vor dem Landesgericht, dem Oberlandesgericht oder auch dem Bundesgerichtshof. Dort besteht grundsätzlich Anwaltszwang. Es gibt hier auch ein paar kleinere Ausnahmen in Familiensachen, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Dort ist es so, dass eine Säumnis auch dann vorliegen kann, wenn der Anwalt nicht anwesend ist, des Beklagten bzw. der Anwalt hier nicht zur Sache verhandelt. Ganz wichtig auch noch hier zu erwähnen. Dann kommt der vierte Punkt, das ist die Schlüssigkeit der Klage. Und zwar ist es so, wenn der Kläger die Verurteilung des Beklagten verlangt, dann muss er grundsätzlich schlüssig dem Gericht vortragen, dass sein geltend gemachter Anspruch überhaupt besteht. Das heißt, dass die Tatsachen, die der Kläger vorträgt, die werden vom Gericht grundsätzlich als wahr angenommen. Heißt aber nicht, dass dann automatisch auch dieser Anspruch besteht, denn es müssen ja noch die Tatbestandsvoraussetzungen dieses geltend gemachten Anspruchs generell bestehen. Sprich, das muss an dieser Stelle hier natürlich festgestellt werden, dass diese Tatbestandsvoraussetzungen, welche ja, vorliegen müssen für den Anspruch des Klägers, welchen dieser geltend macht, das muss hier dann logischerweise auch geprüft werden. Sollten diese Tatbestandsvoraussetzungen nicht bestehen, weil eben der Vortrag des Klägers unschlüssig ist, dann wird die Klage an dieser Stelle als unbegründet abgewiesen. Und dann passiert nichts. Ja, dann bekommt der Kläger vom Beklagten logischerweise weder einen Schadensersatzanspruch noch irgendeine andere Forderung, die er hier vor Gericht geltend macht. Und natürlich darf, das ist ja wie bei fast allen Schemas der Fall, darf das Säumnisurteil auch nicht ausgeschlossen sein. Hier denke ich insbesondere an die Paragraphen 335 und 337 ZPO. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Beklagte nichts dafür kann, dass er hier nicht der mündlichen Verhandlung beigetreten ist. Das muss er natürlich hier dementsprechend auch nachweisen können und dann würde hier auch kein Säumnisurteil ergehen. Sollten alle fünf Voraussetzungen gegeben sein, dann wird das Gericht eben schauen gegebenenfalls dann eben dem Kläger den Anspruch zusprechen, sollte eben die Klage schlüssig hier begründet sein. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine Frage, die uns jetzt vielleicht interessiert, und zwar, was ist eigentlich, wenn beide Parteien nicht zur mündlichen Verhandlung erscheinen? Ja, was wäre dann? Ja, also wie würden wir dann weiter vorfahren? Und hier würden wir uns den Paragraphen 251a Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 ZPO zusammen anschauen. Ich lese einmal vor, erscheinen oder verhandeln in einem Termin beide Parteien nicht. So kann das Gericht nach Lage der Akten hier entscheiden. Ja. Ein Urteil nach Lage der Akten darf hierbei nur ergehen, wenn in einem früheren Termin mündlich verhandelt worden ist. Es darf frühestens in 2 Wochen verkündet werden. Das Gericht hat der nicht erschienenen Partei den Verkündungstermin formlos mitzuteilen. Und es bestimmt neuen Termin zur mündlichen Verhandlung, wenn die Partei dies spätestens am 7. Tag vor dem zur Verkündung bestimmten Termin beantragt und glaubhaft macht, dass sie ohne ihr Verschulden ausgeblieben ist und die Verlegung des Termins nicht rechtzeitig beantragen konnte. Und Absatz 3, wenn das Gericht nicht nach Lage der Akten entscheidet und nicht nach § 227 ZPO vertagt
ordnet es das Ruhen des Verfahrens an. Das heißt, das Gericht hat jetzt hier drei verschiedene Möglichkeiten, wie es in einem solchen Fall vorgehen kann. Das wäre zum einen erst einmal, dass das Gericht sich die Akten anschaut und anhand der Akten, welche zu diesem Fall dazugehören, dann eben entscheidet nach § 251 Absatz 1 ZPO. Das Gericht kann einen neuen Termin zur mündlichen Verhandlung festlegen, wenn die Voraussetzungen des § 251 Absatz 2 Satz 4 ZPO gegeben sind. Oder sollte das Gericht keinen der ersten beiden Fälle hier annehmen, dann kann das Gericht auch sagen, dass das Verfahren ruht nach § 251 Absatz 3 ZPO. Das bedeutet, dass erstmal gar nichts passiert, aber unter Umständen können dann eben Kläger und Beklagter dann später nochmal das Gericht hier darauf hinweisen und dann kann dort dann eben nochmal entschieden werden, wie es mit dieser Klage grundsätzlich weitergeht. Als kurze Randinfo noch, natürlich kann die verklagte Partei hier gegen das Versäumnisurteil auch dann noch mit einem Rechtsbehelf dagegen vorgehen, insbesondere hier mit einem Einspruch nach § 338 fortfolgende ZPO. Zu den einzelnen Rechtsbehelfen möchte ich jetzt hier aber noch gar nicht viel zu sagen, die werden wir uns dann später nochmal separat zusammen anschauen. Ja, das war's zum Versäumnisurteil. Wie immer, lernt das Schema, lernt ja generell, was ist überhaupt ein Versäumnisurteil, was passiert, wenn beide Parteien säumig sind und dann seid ihr hier auch auf einer guten Seite. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir haben jetzt hier wirklich im ZPO 1 schon einige oder viele wichtige Dinge besprochen. Es kommen jetzt noch ein paar Videos, nicht mehr allzu viele, wo wir dann nochmal so ein paar Einzelheiten uns zusammen anschauen werden. Auch natürlich die Rechtsbehelfe, welche auch nochmal sehr wichtig sind, wie ich bereits erwähnt habe. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer § 31.